Die Gaststätte bei Beppo an der Auguststraße hat eine lange Tradition. Über die Jahrzehnte hinweg treffen sich dort Nachbarn, Stammtische und Vereine, um gemeinsam den Abend zu verbringen. Doch diese heile Kneipenwelt hat seit einigen Tagen einen Riss bekommen. Die Auguststraße ist aufgrund von Sanierungsarbeiten bis in den Herbst hinein gesperrt. Nicht nur der Staub ist lästig, vor allem die Dixi-Toilette. Die Oldenburger Stadtverwaltung als Auftraggeber der Arbeiten sieht sich nicht in der Verantwortung, das Problem für die Gaststätte zu lösen.